Ja, hallihallo, ich bin der GameTeam und begrüße euch zu Cloudplay. Und zwar wollen wir uns heute Mr. Nuts auf Endstream angucken. Ich hatte das bei Twitter gesehen, dass das irgendwie neu drin ist und irgendwie sieht das Ding ganz interessant aus. Ich habe es noch nicht gespielt und ja, auf rein und gucken, würde ich sagen. A Fire, B Jump, alles klar, Movement, das kriege ich mal hin. Fescher Sound. Gucken wir mal, gibt es Optionen? Wahrscheinlich nicht. Oh, Sprache. Oh, das zweite Spiel mit deutscher Sprache. Das ist ja schon mal ganz cool. Und Leben. Da nehmen wir uns mal drei. Oh, man hat Joypad als interessant. So. Ja, das Soundmenü ist wahrscheinlich nicht so wild. Kann man die Musik testen, okay. Aber wollen wir nicht. Also auf dem Mr. Nuts ist von Oceansoft. Ja, erster, ne? Okay. Ja, wir heißen nur Game. Game Demon passt nicht so richtig rein. Naja. So, soll ein ziemlich schnelles Side-Scrolling Jump'n'Run sein. Bin ja mal gespannt. Und 2D-Jump'n'Runs mag ich ja eigentlich allgemein ganz gern. Ne? Hühner aus dem Weltall, okay. Boah, das ist ja fies, also die Atmosphäre, die brauchen wir doch schon selber. Das weiß ich auch noch nicht. Ja, dann auf in das größte Abenteuer meines Lebens, denn die Hühner sind überall. So, das scheint so eine Art Karte zu sein. Da können wir wahrscheinlich runter hier. Bisschen Super Mario-mäßig, ne? Irgendwie, nein, ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Na gut, aber wir gucken mal, vielleicht gibt es ja hier unten auch noch ein Level. Nö, gibt's nicht. Was sei denn das hier ist ein Level? Oh. Ja, warte mal. Ich kann nichts Besonderes entdecken. Okay. Spannend, dass das scheinbar so eine Art Oberwelt hat. Und da ist ein Huhn. Was mache ich jetzt mit dem Huhn? Was? Ab sofort sind wir Hühner? Okay. Ja, was habe ich da schon? Oh. Egal, weiter. Eine Bombe? Okay. Hey, ich will die haben. Ah, nee, doch, 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 geht. Ah, ist ja schräg, ey. Ich dachte, das war ein Jump'n'Run, aber das scheint so eine Art Explorationsgame zu sein. Die Kiste ist doch schon offen. Ja, weiß ich auch. Vielleicht so eine Art Menü? Eigentlich nicht, ne? Jump hier? Ne, hier kann ich laufen. Hallo Hase.
Hörst du mal? Okay, die Bomben sind alle. Also bis jetzt was völlig alles anderes gekriegt, als ich erwartet habe. Hey, da liegt ja noch ein Zettel dabei. Game liest den Zettel, das ist okay. 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 Jetzt haben wir einen Hitpoint mehr. Nehmen wir. Und ein Leben. Nehmen wir auch. Gut, ich bin der kleine Hitpoint. Was? Okay. Also das ist sehr schräg, die kleinen Hitpoints hier. Also es sind schon die Hitpoints, wie man sie kennt, aber irgendwie hüpfen die hier rum. Sehr witzig. Ja, habe ich verstanden. Das ist trotzdem sehr schräg. So, na dann machen wir hier mal auf. Haben wir noch so einen Hitpoint? Ja, die Kiste ist schon offen, habe ich verstanden. So. Eine Bombe. Jetzt können wir uns aussuchen, wo wir lang gehen, ne? Hier oder da unten, da gibt es ja auch eine Bombe. Also nicht eine Bombe, den Stein. Nee, dann waren das da unten, ne? Genau, hier. Dann nehmen wir doch lieber hier, ne? Das richtig war, keine Ahnung. Ja, noch ein Huhn. Okay, noch eine Bombe. Kann ich hier was lesen? Nee. Kann nichts Besonderes entdecken. Ein Schwert. Geil. Ohne Zauberfeder, Körperschwert. Okay. Ein bisschen Mario-mäßig. Rennen, springen, Knopf drücken. Oh Gott, was soll ich da noch mal? Gleichzeitig den Feuerknopf und den nach unten für diese Fähigkeit. Also mindestens 5 Hitpoints, okay. So, da hätten wir was, wo man lang könnte. Wo sehe ich da? Ich habe 4, nee, ich habe ein. Ist grün ein Hitpoint oder sind die roten Hitpoints? Gute Frage, ne? Also 4 Leben, 4 rote Hitpoints und ein grün. Und so eine Fehler. So, diesmal machen wir aber oben die kaputt. Weiß nicht warum, aber machen wir einfach mal. So, das war da oben. Okay, kann nichts Besonderes entdecken. Ah, verschlossen, verdummt. Schloss klemmt. Muss ich mal bemerken.
Okay, haben wir noch eine Bombe? Was nochmal? Was bist du für ein Früchtchen? Was ist das? Ach, jetzt bin ich wahrscheinlich in so einem Level. Ja. Ah, und jetzt habe ich ein Jump'n'Run. Okay. Das ist ja sehr schräg. Ziemlich ausufernd Oberwelt und ein Jump'n'Run. Und jetzt habe ich hier die Hühnchen, die ich hoffentlich drauf springen kann oben. Ja. Ah, okay. Da unten ist ein Leben. Okay. Au! Okay, den haben wir wieder. Es ist in der Tat relativ fix, das Game. So, wie war das mit dem... Und dann... Ich konnte doch irgendwie... mit der Zauberfeder fliegen. Es ist verdammt schnell. So, wo ist mein Hitpoint? Verdammt, der ist jetzt wirklich weg. Ja, gut. Komm mal her. Ja. Ey. Ich muss sagen, die Steuerung ist ein bisschen Sonic-mäßig. Also der hat so ein, wie soll man sagen, so ein Moment. Das heißt, das ja, oh, cool, ja. Dass er erst ein bisschen braucht, um die Geschwindigkeit aufzunehmen und dann aber recht schnell ist. Irgendwie spannend. Ah, ey, ich will nicht darunter. Oh, kann ich hier irgendwas? Nee. Was haben wir denn hier? Jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Ich bin aus dem Level rausgegangen. Okay, wollte ich gar nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber gut. Und wir haben den Hitpoint weniger. Mist! Naja. So, auf Hühner killen. Also. Boah. Renn da mal hier nicht weg. Gehen wir mal hier. Boah, ey. Das Ding kriegt man gar nicht. Weil der einfach zu hoch springt. Naja, egal. Ein grünen Game. Ey, den. Ey! Wieso kann ich da nicht drauf springen? Doch, kann ich. Hallo, wo seid ihr? Meine lieben Hitpoints. Ja. Shit, die habe ich verballert. Naja, gut. Ist echt die Frage, ob die endgültig weg sind dann. Okay. Ich fürchte ja. Ey, geh weg. Nein. Meine Hitpoints sind alle weg.
Na, falsche Taste. Naja. Also die Raustaste auf die X-Taste zu legen, ist irgendwie ein bisschen blöd. Das sollte man vielleicht mal überdenken. Vielleicht, vor allem sind sie immer wieder am Anfang hier. Und ich habe keinerlei Hitpoints mehr. Naja. Wer braucht schon Leben? Gibt's hier mehr, die Gems? Ein bisschen vorsichtig spielen hier. Ah! Und schon war ich tot. So viel zum vorsichtig spielen. Okay, jetzt habe ich wenigstens wieder zwei Lebenspunkte. Aua. Komm her. Nein, ich wollte nicht runterfallen da. Ich hol dich. Bleib hier. Und dann sind sie weg. Naja, schade. Also es ist ja cool, dass man da wieder eine Möglichkeit hat, den Lebenspunkt wieder zurückzukriegen. Aber der springt ja echt wild umher. Oh, da habe ich einen. Gar nicht so einfach. Oh, gehen wir noch ein. So, wenn ich jetzt noch rausfinde, wie ich da hochkomme wieder. Ich gehe einfach wieder aus dem Level raus. Es gibt's aber noch nicht. Ich schaffe das erste Level nicht hier. Wenn es denn das erste Level ist. Okay, was passiert jetzt hier eigentlich? Okay, irgendwas ist gerade da lang geflogen. Okay, keine Ahnung, was extra Blumen sind. Ach ja, das mit dem extra, dann weiß ich doch das mit den Blumen. Das sind das, was ich im Level gesehen habe. Da kommen dann diese Gems raus. So, die Diamanten halt. Okay, danke für die Info, das habe ich schon selbst rausgefunden. Wir probieren es jetzt nochmal. Also die Kombination ist immer noch verdammt schräg, ja. Oh. Bleib hier. Bleib hier. Da haben wir unsere Blumen. Oh, ich glaube, da sprang so ein Lebenspunkt hin und her. Oh, guck mal hier, jetzt sind wir wirklich bei Sonic.
Mein Gott, irgendjemand hat ja Sonic geklaut, aber ordentlich. Zumindest hat es sehr stark dran angelehnt. Es fehlt halt bloß noch, dass der sich wirklich mit unten und Sprungknopf in eine Kugel machen kann. Aber naja, gut. So. Komm hier hoch. Okay. Oh, das ist was zum Springen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, Friendly Fire ist aktiviert. Bei mir. Echt nicht so einfach, ja? Ah, da haben wir das erste Level endlich geschafft. Aber es hat lange gedauert. Okay, 2 Hitpoints und eine Bombe bekommen, wie es aussieht. Indem wir das Level geschafft haben. Okay, damit haben wir wieder 4 Hitpoints. Das scheint echt so zu sein, dass das Spiel, jetzt ist grün, ah ja, okay, geschafft, ne? Dass das wirklich wichtig ist, wenn man die Dinger hat und so. Das war verschlossen, ne? Also diese Kombination habe ich so ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ein Gameplay im Level, also im Jump'n'Run-Level, ziemlich Sonic ähnlich. Aber eine Oberwelt, die scheinbar ein bisschen größer ist, die man erkunden kann. Wege freischalten. Und Dinge, Items finden. Ist schon irgendwie ungewöhnlich. Meine, die Idee ist irgendwie ganz cool. Ah, okay, jetzt haben wir wieder Gems gefunden da. 25. Okay. Ah, ein Leben, sehr gut. So, ein blaues Huhn, mal sehen, was sagt das eigentlich. Hey, blaues Huhn, komm mal her, ja? Ja, ja, ich habe die nicht gestohlen, das, die habe ich bekommen. Genau, die hat einfach so in der Kiste gelegen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Als ob ich hier klaue. Was? Ey, nein! Oh, ist das fies. Der hat mir alle meine Diamanten geklaut. Ich habe mich gerade gefreut, dass ich 25 bekommen habe. Naja, wenigstens habe ich jetzt hier ein Level up. Das ist schon ein bisschen gemein. Naja, wenigstens findet man wieder welche. Oder Busch. Ah. Da ist wieder ein Level. Hier immer so eine Art Teleporter oder sowas. So, der Möwe hat uns wieder was geschrieben.
Okay, die Büsche sind getarnte Hühner. Kann ich schon sein, ne? So, was haben wir hier? Nichts Besonderes finden kann ich hier irgendwie. Oh, warum habe ich jetzt hier? Achso, das ist. Die Nachricht ist in der Kiste, dann geht's wieder zu, okay. So, ich will aber erstmal zu dem anderen Level, was ich hier machen konnte. Da gucken wir nochmal rein, ey. So, wo war das hier oben, ne? Beim fiesen blauen Huhn. Das quatsche ich nicht mehr an, kannst du wissen. So, Mr. Nats, jetzt zeig mal, was du hier kannst. Brauchen wir schon 40 von den Dingern hier, Gems. So, hallo, ich will dich hier anschubsen. Ja, dich nehme ich. Oh, yeah. Oh, das ist fies. Komm, gib mal bitte nochmal so ein Schutzschild. Ups, den. Doch nicht die ganze Zeit da runter. Ah, bleib hier. Okay. Oh, das war aber ein kurzes Level. Aber gut, ja. Zwei Hitpoints bekommen und wieder eine Bombe. Das ist gut. Das heißt, wir können in der Welt weiterkommen. Obwohl wir ja noch ein anderes Level haben. So, aber es ist noch blau. Ist nicht grün. Warum ist das nicht grün? Interessant. Muss man da vielleicht noch irgendwie was finden oder sowas? Egal, wir gehen erstmal in das andere Level. Ne, das war da oben. Na, geh mal weg hier. Hiermit kann ich doch springen. Genau. Nein, wo ist es? Wo bist du? Wo bist du? Lebenspunkt. Na, komm. Blume, spuck was aus. Okay, spuckt nichts aus. Oh, das ist gut. Das kann ja einmal getroffen werden. Das finde ich ja schon mal gut. Ah, so ist das. Ah, hier, das meint er mit getarnte Hühner. Nein, nein, ah, Mist. Naja, gut. Hey, ich komme ja. Komm her. Ah, das kann doch gar nicht wahr sein.
Also die Gegnerplatzierung ist manchmal echt nicht perfekt. Ah, super. Age of Empires ist runtergeladen. Tja, Leute, dann freut euch schon mal auf das nächste, was wir hier testen. So. Übrigens sieht man damit, der Endstream hier, also der Stream von Endstream, so rum, der lief auch wunderbar, trotz dass ich gerade ein Spiel runtergeladen habe. Also das ist schon ganz geil. Ja? Kann man gar nicht meckern. Artefakte oder sowas sind nicht zu sehen. Also läuft sehr, sehr, sehr rund. Oh, du tanzes Huhn, du. Ey, 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 ey. Ah. Was denkst du dir hier wo? Ey, das war. Das Exit war vor dem Hitpoint. Das ist natürlich ein bisschen doof. Naja, was soll's. Oh, ich habe nichts bekommen dafür. Das ist ja ein bisschen doof. Aber es ist grün. Immerhin. Naja. Kommen wir zum kleinen Fazit. Ich denke mal so, für einen kleinen First Look. Ich mache mal hier ein bisschen so. Und ich werde übrigens mal ein Safe Game machen. Weil irgendwie ist das trotzdem lustig. Ja, Mr. Nuts. Sehr außergewöhnliches Spielprinzip, muss ich sagen. Meine Gott, das habe ich echt noch nicht erlebt. Jump'n'Run-Teile spielen sich ein bisschen wie Sonic, habe ich ja schon gesagt. Allerdings nicht so präzise, muss ich sagen. Beziehungsweise die Gegnerplatzierung ist hier nicht so super geil. Kann aber sein, dass man die Levels vielleicht ein bisschen kennen muss oder sowas. Ich sehe gerade so zwei grüne von fünf grünen Flacken. Ich habe drei Levels gemacht. Warum habe ich bei dem eben Level eigentlich keine grüne Flacke gekriegt? Naja, Muss man mal gucken. Wahrscheinlich, wenn ich die fünf habe, dann habe ich die Welt erledigt, denke ich mal. Naja, egal. Mr. Nuts, witzige kleine Idee, muss ich sagen. So mit Oberwelt und so ist was völlig Neues, habe ich noch nie gehabt. Ich muss sagen, ich glaube, man kann das mal ein bisschen spielen. Es ist sicherlich kein Mario und auch kein Sonic. Aber so für so ein Spielchen, für zwischendurch, wenn man einen Jump'n'Run auf Endstream sucht, ist das eigentlich eine coole Idee. Es ist erstaunlich schnell. Man muss aber, glaube ich, ein bisschen wie bei Sonic das Level kennen, um nicht überall davor zu rennen. Und ich muss unbedingt noch probieren, wie ich mit denen fliehen kann, weil das scheint ja wohl zu gehen. Da brauche ich allerdings 5 Hitpoints. Und auch das System mit den Hitpoints ist ziemlich schräg, muss ich sagen. Erinnert zwar ein bisschen an die Sonic-Ringe, die ja dann auch wegspringen und mal wieder sammeln kann. Allerdings findet man da ja auch überall Ringe. Das ist ein bisschen fairer. Hier scheint so zu sein, dass ich, wenn ich mal ein Level kriege, Hitpoints kriege und vielleicht immer mal einer rumliegt. Und sonst sind die dann auch weg, auch wenn man ein neues Level geht. Das ist schon ungewöhnlich. Aber ja, ist im Prinzip, kann man sich sicherlich mit arrangieren, wenn man das will. Also ich werde, denke ich mal, noch ein bisschen weiterspielen. Vielleicht mal ein bisschen stärkere Meinung, wenn ich mal ein Stündchen wirklich reingespielt habe, in den Discord schreiben. Also Leute, kommt in Discord. Wir sind da ordentlich aktiv. Und da gibt es auch immer ein bisschen extra Infos. Also nichts wie rein da. Die komplette Community ist übrigens auch sehr nett. Da gibt's nichts, ne? Also sehr hilfsbereit und gibt immer Tipps und Tricks. Deswegen. Ja, das soll es gewesen sein zu Mr. Nut. Und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal. Euer Game Demon. Tschüss.